Hi, hier ist DL2YMR. Herzlich willkommen in meinem Shack. Heute möchte ich euch zeigen, was man mit einem Pannadapter im Shack alle so anstellen kann. So, angekommen bei mir im Shack. Seht ihr hier schon zwei oder vielmehr drei Geräte. Links hier steht der K3, von dem man jetzt nur einen kleinen Ausschnitt sieht. Hier der P3, das ist mein Pannadapter. Ich verwende hier den originalen P3 von Elecraft. Und hier oben drauf noch das LP100A, mein vektorielles Wattmeter, was ich ja schon in einem anderen Video beschrieben habe. Okay, also der P3 läuft. Wir sehen also hier jetzt das 30 Meter Band. Und zwar das gesamte 30 Meter Band. Ich habe also hier die Bandbreite so eingestellt, dass 50 kHz angezeigt werden. Und wir sehen also hier jetzt die verschiedenen Signale auf dem Band und können quasi das ganze Band übersehen. Also hier unten sind CW-Signale, hier zum Beispiel sind Digitalsignale, die aufgezeichnet werden. Und wenn ich jetzt hier am K3 den VFO bewege, dann kann man auch dahin springen und hier hört man dann letztendlich auch die Digitalsignale, wie sie da sind. Oder ich springe hier zurück. Hier ist jetzt zum Beispiel ein CW-Signal, was jetzt auch im VFO zu hören ist. Okay, wechseln wir mal das Band. Ich stelle mal am K3 das 40 Meter Band ein. Und hier möchte ich ganz gerne 100 kHz überblicken und das habe ich jetzt hier auch schon vorhin eingestellt. Ich sehe also hier eine Bandbreite von 100 kHz. Das gesamte Band ist 200 kHz breit, aber für mich interessant sind eigentlich immer die unteren Bereiche, weil gerade im CW-Bereich sich da eigentlich am meisten tut oder zumindest das für mich Interessanteste tut. Hier sieht man dann halt die vielen CW-Signale. Das ist natürlich jetzt etwas sehr zusammengestaucht auf dem Bildschirm. Und hier oben sieht man die SSB-Signale. Wenn ich jetzt mit dem K3, mit dem VFOA hier hochgehe, dann springt er zack auf die nächsten 100 kHz. Hier sehe ich dann auch wieder die Signale und kann da entsprechend dann auch mit dem VFO hingehen. Hier hinten, ja jetzt ist es weg, war gerade ein starkes Signal. Hier oben sieht man halt immer die Spektralanzeige oder das Spektrum. Und hier unten sieht man das Wasserfalldiagramm. Und hier bei dem Wasserfalldiagramm habe ich den Vorteil, dass ich natürlich immer eine gewisse Zeit noch sehen kann, was sich dort getan hat. Zum Beispiel hier war ein Signal, wenn ich da jetzt mal schnell hinspringen würde, so. Dann weiß ich, hier war eins, kommt eventuell dann auch gleich wieder, wenn der OM dann wieder sendet. Und ich kann dann auf der Frequenz zuhören. Ja, die Bandbreite habe ich mir hier auf Zusatztasten gelegt. Ich kann hier, wenn ich diese Taste festhalte, eine andere Bandbreite wählen. Die habe ich mir vorher programmiert. Hier wird es etwas breiter. Hier habe ich jetzt zum Beispiel, wir wollen mal hier auf eine Center-Frequenz gehen, beziehungsweise das hier mal auf 7150 einstellen. So, dann habe ich hier die Startfrequenz 7150. Und die Endfrequenz 7160. Hier sehe ich also, dass ich eine Bandbreite von 10 kHz jetzt abdecke. Der Cursor bzw. der VFO steht jetzt auf 7157. Auch am K3 zu erkennen, aber jetzt für euch leider nicht, weil die Frequenzanzeige vom K3 hier nicht komplett abgebildet wird. Gut, wenn ich jetzt wieder am VFO drehe, ich mache das mal hier an dem kleinen, dann kann ich hier diese 10 kHz Bereiche abwandern und mir entsprechend interessante Stellen suchen, wo ich dann zuhören möchte. Ich gehe mal in den CW-Bereich des 40 Meter Bandes und sage mal, ich möchte eine Bandbreite von 20 kHz haben. Jetzt habe ich hier 7010 bis 7020, also 10 kHz ist ein bisschen wenig. Ich gehe hier auf Span. Sehe hier, dass 10 kHz eingestellt sind und vergrößere das jetzt mal auf 20 kHz. So. Und sehe 20 kHz. Jetzt kann ich hier, stehe ich bei 7005. Ich möchte da aber gerne den Bandanfang haben. Dann drücke ich hier auf Center.
und stelle mir den Bandanfang hier genau auf 7000 Kilohertz bzw. 7 Megahertz ein. So, jetzt sehe ich hier meine ganzen CW-Signale und kann jetzt mit meinem VFO, mit meinem VFO dahin springen, zum Beispiel auf dieses hier oder auf dieses, was da gerade hochkommt. Und kann hier vor allen Dingen im unteren Bereich den DX-Bereich sehr gut überwachen. Und sobald hier eine Station rauskommt aus dem Rauschen, aus dem Rauschpegel, den wir ja hier unten sehen, kann ich dort sofort hinspringen und die Station wahrnehmen. Ich kann auch die Frequenzauswahl mit dem P3 machen. Ich habe hier unten einen Select-Knopf. Tut sich so nichts, muss ich erstmal auf Marker A drücken. Jetzt kann ich den bewegen. Man sieht also hier jetzt meinen Marker. Gehe jetzt mal hier auf dieses Signal, was natürlich jetzt genau verschwindet, und tappe dann und dann springt mein VFO auch auf dieses Signal. Das Weitere, was ich hier noch machen kann, ich gehe mal in den SSB-Bereich, wofür auch der PAN-Adapter sehr gut geeignet ist, ist für die Beurteilung der SSB-Signale. Ich habe also hier jetzt ein SSB-Signal im VFO. Und ich muss mal kurz kontrollieren, ob das auch... Ja, okay. Wir können auch mal in das 80 Meter Band gehen. Dazu müsste ich einmal die Antenne umstellen. So. Und schau mal jetzt, ich wähle mal eine andere Bandbreite, noch etwas breiter. Und schau mal, wo hier SSB-Signale sind. Hier zum Beispiel. Ist ein schönes und kann jetzt die Bandbreite wieder oder die Anzeigebreite wieder größer machen, so dass ich das Signal relativ groß hier sehe. Mach das mal ganz breit, stell mir das in die Mitte und kann jetzt so schön auch die ausgesendeten Signale beurteilen. Ich kann hier auch noch mal die Auflösung etwas verändern, sodass das Signal hier etwas stärker angezeigt wird. Dann kann ich hier, wenn ich am K3 die Bandbreite ändere, sehe ich also auch hier genau am PAN-Adapter, wie sich das verändert. So, wenn ich dieses Signal hier noch für die weitere Beurteilung größer darstellen möchte, tippe ich einmal auf Display, dann ist mein Wasserfalldiagramm weg und ich kann das Signal hier vielleicht noch besser beurteilen. Wenn ich nochmal etwas kleiner werde hier, dann kann ich auch sehen, ob im oberen Seitenband noch Restübertragungen hier stattfinden oder halt nicht. So, ich stelle das aber mal wieder so ein und ich gehe mal wieder auf mein 30 Meter Band. Und werde hier jetzt noch mal ein bisschen das Band beobachten, um die ein oder andere DX-Station noch zu arbeiten. So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Kleine Einführung hier, wie so ein PAN-Adapter im Scheck genutzt wird, beziehungsweise was der alles anzeigen kann. Und mal sehen, was in Zukunft hier alles noch aus meinem Scheck gesendet wird. Viel Spaß, 73, alles Gute, AWDA.